Zeig fix, wo ist er denn, Herr Schulze? Da will ich mal in Urlaub fahren. Und da kommt der Handling nicht daher. Aber mit Ehre, Herr Lebo! Das ist ein Fischhaus. Mal, dass das ist, ja? Da ist Urlaub im Wald, du. Das ist der Parkplatz und jetzt müssen wir dann noch ein paar Meter wandern. Genau. So, wie geht's? Dann werden wir mal schauen, was die Wanderweg da so hergeben, ne? Hey, wie weit haben wir denn da? Ja, weit kann es nicht mehr sein. Leg mit dir einmal ein Spitz. Wo in die Hitten da? Da ist sie. Hubert, einmal gefunden. Das wird hinten sein. Ja, wird schon sein, oder? Ja, wird schon sein, so. Man, freu ich mich jetzt auf ein Bier und ein Leberkäse. Jetzt bist du deppert. Mein Leberkäse? Wow, da ist eh schon der Tisch. Perfekt, Herr. Komm mal her, das noch erst mal Leber, du. Da hab ich einen Druck gesagt, nicht dabei. Jetzt sag ich dir eins, bei denen haben wir uns jetzt schon einmal her. Mann, freu ich mich jetzt schon auf die Bier. Die fährt schon wieder aus, hey. Das ist ein wenig zu lange, dass er umkriegt, hä? Ich geh weiter. Los, sag ich! Wie der Opa schon einmal gesagt hat, ja? Ein Leberkäse und ein Bier, ja. Also da gehört dir. Und recht hat er gehabt. Na, das kann man. Ah, du hast einen schönen Urlaub. Ich will nicht mehr schauen. Weil von so einer Hütte steht da nichts. Kannst du da raus? Ich hab uns ein Indianer 250 Meter weg vor der Hüttenbucht. Das ist es. Ich wollte ein wenig Action haben in unserem Urlaub. Bitte war ein schöner Trottel. Und da haben wir da was zum Rennen anfangen? Ja, schauen wir mal, ob das was kann, oder? Da steht jetzt ja, ich pack mich eh schon zusammen. Wenn wir ewig warten auf den Schauer, den Blöden. So ein Maulaffe. Da kommt jetzt! Oh. Ja, schau dir das an. Was gibt's denn Schönes wie in der Indianerzeit? Ignaz! Ich mein, was anderes wie so ein lopperte Hütten da, hat er jeder, aber in der Indianerzeit. In der Indianerzeit. Ha? Wo da oben die Blitz einschluckt. Ja, was fällt uns heute? Ja, was fällt uns heute? Dann schauen wir Karotten von unten an. Ich leg mir mal Arsch, ey. Hey, sag ich dir schon, also, da habe ich mich wieder selbst übertroffen, Urlaub buchen, das kann ich einfach. Ich habe mir mitgedacht, weil nachdem wir in der Wildnis sind, gell, Selbstverteidigung ist das A und O. Warten schon. Selbstverteidigung, hey. Den Schnecken kannst du schneiden, also. Die Muckern sind schon wieder lästig. Da, Muckern? Ja. Da habe ich, glaube ich, alles richtig einfach. Schau, wenn er wieder 40. Fass einmal zurück. Ob ich der gefuchst der Hand hat? Fass einmal wo zurück, da werden wir gleich mal ein wenig. Was los denn? Die sind schon wieder weg. Sie sagt das ehrlich, wie es ist. Ja, was sagst du? Ich bin schon bei mir. Ja, leg dich halt nieder dabei. Ich werde mir die Gegend ein wenig anschauen, weil es ist ja doch nicht so oft, dass wir in den Wald kommen, ne? Ja, ein wenig. Bei mir ist das Fenster rein. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz jetzt, oder? Nein, was denn? Ich hat's dir jetzt ein wenig, oder? Ich hab mir da gar nichts gesagt. Also, ich sag nur so viel. Wandern tut's mir nicht, dass du keine mehr gefunden hast, weil. Also, wenn ich du war, dann war ich lieber ich. Sag dir, wie es ist, und jetzt muss ich tanzen. Boah, war das jetzt eine Befreiung. Boah, aber so bitter, Hubert, jetzt stehst du aber schnell auf. Also du Sau, du Grausige, kann man in 5 Minuten so strengen? Ja, warte, der Leberkast treibt halt ein wenig, oder? So bitter. Was Menschliches ist. So bitter, Schusseln. Also. Mann, was tun wir denn eigentlich, Mann? Hab ich auf meinen schlauen Zettel erst, ne? Von mir bin ich. Auf. Morgen. Da wirst du dich anschauen, mein Lieber. Morgen sind wir ganz modern unterwegs. Weißt du, was wir dann? Suppen. Morgen tun wir Suppen. Suppen. Für die Tatensuppen ist super. Aber weißt du, der Grundbauer, der Metzger, weißt du, der hat die Beten Kaspreisknödel. Also Kaspreisknödel. Richtig, Groschen, Hubert, mit einem Suppen stehend ein Paddeln. Mein Lieber, du wirst dich anschauen. Weil mal paddeln. Ja. Keine 5 Minuten dauert, liegst du im Wasser. Das sag ich dir. Dann müssen wir mal schlafen gehen, damit wir mal fit sind. Ich will nicht schon schlafen gehen. Sagst du, dass ich es kann? Also, ich muss, also unseren Urlaub habe ich mir schon anders vorgestellt, aber naja. Ja, sag einmal, hat es dich geschmissen, Hubert? Ey, oben von mir.
Das war ein Etlauf. Ich trocke. Gott, nicht schlafen, hä? Ja, leck mein Arsch, ist eh schon hell. Eh schon wieder, Mann. Was du deppert, hörst du nicht an. Sehr schön. Bier gehört? Ja. Guten Morgen, Hubert! Und? Wie hast du gelaufen? Bibi, fein, hörst du? Ich weiß, es wird auch. Also schwitzen du jetzt. Du wirst dich heute einschmieren dürfen, wenn die 40, sonst wird die Zahn aufbrennen. Da. Ja, für das habe ich es auch mitgenommen, sonst wäre nichts anderes nicht. Ja, dann packen wir uns zusammen und schauen wir, dass wir zum See kommen, oder? Nichts gefällt dir über die Nacht. Was willst du? Da gehen wir zu Fuß hin. Zuppen? Ja, sicher. Zum See? Außerdem, ich darf eh noch nicht fahren. Mach zu, dann gehen wir zu Fuß. Ich seh nicht weit, sonst haben wir gleich. Jetzt müsste das sein. Der, also, Adresse stimmt schon mal. Wo sind da jetzt die Subs? Dann schauen wir uns das mal an, ob das was kann. Nicht mehr Mursch. Im Internet haben sie gesagt, das ist Trennsportart 2020. Wenn wir den Übelschwitz werden wir einen Uferlassen. Nur zu viel gesehen. So schwer ist es heute. Steig aus, ich muss hinten. Ich rück mich nicht raus. So blöd sein. Ein blödes Drum. Das. Ahoi. Und auf geht's. Juhu.